Ja, also ich verstehe es nicht. Mich nervt es gerade. Ich meine, diese Welt ist ja auch nicht so aufwendig, sage ich mal. Wisst ihr, woran das liegen könnte? Schreibt es mal ran. Und jetzt, scheiß Computer. Ich weiß, ihr habt einen scheiß Computer. Das braucht ihr mir nicht noch zu sagen. Danke. Wirklich konstruktive Beiträge. Beischläge gibt es auch noch. So, zack, 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 zack. Ich weiß auch gar nicht, warum ich heute so viele Fehler im Bauen mache. So oft so hoch baue, gar nicht Sachen machen, die ich möchte. Tap, tap, tap. Aber bei so einem Let's Play, diese Musik ist schon so ein Unterstützer. Das ist ganz anders, als wenn man die erst im Nachhinein hinzufügt. Wenn du so live mitziehen kannst, was ich nicht machen werde, weil ich habe gesehen, an manchen Stellen, wirklich, weil die Dateien so lang sind, diese Video- und Audiodateien, ist es wirklich so, dass die irgendwann asynchron sind. Mittendrin, am Ende und am Anfang sind sie wieder synchron. Aber mittendrin denkst du dir so irgendwie, dass deine Aufnahme im Arsch ist. Aber das funktioniert noch halbwegs. Zack, zack, zack. Da muss ich auch mal gucken, welches das Level ist, auf welches wir bauen müssen. Jetzt kratzen meine Augen wieder. Ist unglaublich. Heute vergeht die meiste, heute verbrauchen wir die meiste Zeit echt, weil wir uns so oft kratzen müssen. Dieses Level. Das heißt. Oder? Ja, genau, dieses Level. Das heißt so und dann noch ein höher. Genau, okay, sehr gut. Dann haben wir es ja auch gleich schon wieder. Hau ab. Danke. Ich bin sehr froh, dass Pferde noch nicht angreifen. Ich glaube, unser Stack Erde reicht gar nicht aus. Das heißt, wir müssen doch buddeln. Das ist so nervig, ey. Das heißt, dass wir gleich erstmal wieder zu unserem Zuckerrohr-Dingens gehen und gucken, ob wir Zuckerrohr kriegen. Was wir dann wieder anbauen können. Und dann kriegen wir super, also wenn überall das Zuckerrohr dann ist, kriegen wir super schnell Zuckerrohr. Und dann können wir uns auch super schnell geile Werkzeuge machen. So, tut mir leid wegen den Klickgeräuschen, ich krieg die nicht raus. Da ist das Mikrofon zu empfindlich und Audacity macht sonst da komische andere Geräusche rein. Und ich krieg die auch nicht wirklich raus. Sie werden nur ganz leicht sachter gemacht. Aber ich finde, so alles in allem hilft es gar nicht, diese Klickentfernung. Ja. Vielleicht mache ich es auch falsch. Ja. Ich hasse es, ey. Ich weiß, ich könnte natürlich auch nur so die Oberfläche bauen, dass ich halt so unten dann noch frei habe, aber ich bin kein Fan davon irgendwie. Ich will, dass alles ausgefüllt ist und nicht, dass da drunter noch Freiraum ist, wo man drunter herlaufen kann. Das macht, finde ich, auch, wenn man dann später noch baut, einfacher. Das ist erstmal so ein bisschen gegensätzlich so. Aber Ansichten sind ja verschieden. Ich mache mir es so auf jeden Fall am gemütlichsten, wie ich es denke. Hier bei diesen Höhleneingängen, da werde ich das schon machen, dass ich einfach nur so drüber wegbaue, aber an sich bin ich da kein Fan von. Aber ich will jetzt halt auch nicht die ganze Höhle mit irgendwelchen Sachen ausfüllen. So, ja.
Was man auf jeden Fall festhalten kann, es werden riesige Felder. Und das ist ja auch unser Ziel. So. So, dann. Guck mal, ist doch geil. Oh nein, jetzt kommt wieder so. Jetzt kommt wieder Musik, die nicht Copyright ist, so. Das verstehe ich nicht. Da hast du echt so eine Playlist von der geladen, wo steht, ja, Copyright Music. Dann ist sie das aber gar nicht. Aber, na gut. Solange meine Videos davon nicht gesperrt werden, ist alles gut. So. Und dann. Jetzt haben wir. Ein Stack haben wir noch zum Verballern. Ja, ja. Ruhig, Brauner. So. Jetzt mal hier, danke. Weiße Pferde sind so nackt. Die hören zu. Zack, zack. Hey. Über einen Stack Korn. Die können ja so ein bisschen. Ein bisschen Korn, ne? Ein bisschen was zu trinken. So. Jetzt muss ich hier erstmal so. Kleinen Graben. Das Ding ist halt, das ist auch blöd, wenn ich jetzt hier mitsinge. Das ist dann auch wieder dieses Ding mit dem Asynchron. Dann ist es halt nicht übereinstimmend mit dem, was ich summe. Das finde ich schade. Weil ich finde, ich schön summen kann. So, hier wäre es natürlich jetzt schön, wenn. Jetzt bin ich so im Zwiespalt, Mann. Komm, machen wir einfach mal so. So und so. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Da. Da, da, da. Da, da. Da, da, da. Es wird Zeit, schlafen zu gehen. Und dann können wir mal da hinten wieder unsere Zuckerrohrfarm begutachten. Ah, schön, dass wir keine Probleme mit Monstern haben. Dann müssen wir auch gucken, dass wir hier mal irgendwie so ein Häuschen bauen. Gut, dann fahren wir mal eben. Einfach, damit es da schnell vorangeht, hier wieder zu unserer Zuckerrohrfarm. Langsam geht das hier echt super schnell. Natürlich fallen jetzt hier die Sachen noch zur Seite. Das ist aber das, was ich meinte. Jetzt, da ich hier noch so ein Podest habe, sowas ähnliches, fallen sie nicht ganz runter. Ich laufe mal etwas mehr an den Rand, vielleicht bringt's was. Nee. So. Upsala. Guck mal, hier drüben liegt auch noch Zeug drin. Guck mal, so ist besser, wenn jetzt eh was in die Mitte fällt. Ich meine, das von der anderen Seite auch schon. So. Oh, wie schnell das mittlerweile nachwächst. Ist wie so ein Porno, ja?
Der Zuckerrohrporno, ey. Und das sind halt Dinge, die gehen dann auch schneller, als man denkt. Man denkt erst so, boah, das willst du alles mit Zuckerrohr ausfüllen, na dann viel Spaß, wird ja Ewigkeiten dauern. Und jetzt siehst du hier mal, dass du eine Trasse komplett bestäubt hast, wenn man das so sagen kann. Und bam! Auf einmal sind die anderen auch schon so gut wie voll. Guck mal, sie wächst auch stetig nah. Das ist super geil. So, so. Und jetzt werden wir nur noch einmal Zuckerrohr abbauen müssen. Und dann sind alle Trassen voll. Und dann können wir hier wieder Tycoon Island verlassen. Guck mal, ich kann hier sogar rüberrennen. Schade. So, zack, zack. Und. Tschüpp. Genau, dann können wir die ganzen Seeds mal hier reintun. Und dann müssen wir uns doch leider. Auch wenn ich es nicht so toll finde, hier reinbegeben. Dann mache ich mal eben hier die Decke schon mal höher. Damit wir da auch Stufen einbauen können. Dann müssen wir jetzt mal gucken wieder, dass wir irgendwie auf eine passable Höhe kommen. Und ich hoffe, dass wir mal vor, dass wir auf unserer Höhe sind, noch etwas Eisen finden, denn unsere Eisenspitzhacke, ja, hat sie erledigt. Das ist immer schön, wenn man von etwas redet, haben wir Kohle dabei, ist ja auch nicht schlimm. Oh Mann, jetzt bin ich wieder am Grinsen, ey, das ist doch das Schönste, oder? Das ist doch das Schönste, was es gibt, wenn du einfach nur eine Mine anlegen willst. Und ich weiß, wir hätten auch in eine Höhle gehen können. Da findet man Erz auch einfacher. Aber Diamanten halt nicht. Und ich will ja auch geile Werkzeuge. Und ich denke mir, wenn ich hier schon alles farme, wie so ein Geisteskranker, dass ich dann auch einen Ort haben sollte, von dem ich meine Ressourcen auch ganz aus der Nähe heranholen kann. Jetzt habe ich natürlich, wechseln wir das mal, weil die Erde, die brauche ich noch. So, sogar, ja krass. Tack, tack, tack. Mensch, ein Traum! Und dann auch noch so viel. Zack, dann hier noch ein Fegelchen rein. Da haben wir genau an der richtigen Stelle begonnen zu graben. Das finde ich immer super. Weil wir werden es safe nicht bis ganz da unten schaffen. Dann kann man hier auch mal wieder ein Fäckelchen ranmachen. Oh, jetzt beginnt langsam die Zeit, wo ich mich wieder strecken möchte. So das Gefühl, dass wir eine Höhle gefunden haben. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Mein erstes Gefühl war geil. Aber irgendwie. Ach du. Sie ist positiv. Ich weiß gar nicht, welche Höhe das da unten ist. Das würde mich jetzt mal interessieren. Aber ich glaube, es ist genau die richtige. Oh, jetzt bin ich so übervorsichtig. Aber da geht es ja auch tief runter. Ein Grund mehr, vorsichtig zu sein. So, kratze, kratze, kratze. Ah. Ja. Ne? Cool. Das war richtig eine Trasse zum Laufen. Was ich mir gehofft hätte, wäre so ein Minensystem.
Aber cool, man kann ja auch nicht alles haben. So. Und so. Noch stärker wäre es natürlich gewesen, wenn wir jetzt hier das End gefunden hätten. Gut, aber die Ansprüche werden langsam zu groß. Was ich ja doof finde, ist es mit der Lava und ich habe mein Wasser einmal nicht wieder voll gemacht. Das ist dann auch immer so eine Sache, die sollte man jedoch machen. So, dann müssen wir hier kurz die nervigen Leute weg machen.